dass es endlich wieder losgeht. Wir starten gleich mit einem ersten Preis und der geht an Jonathan Prima aus Stuttgart. Wann hattest du das allererste Mal eine Trompete in der Hand? Kannst du dich erinnern? Ja, ich glaube, war ich 5 Jahre, irgendwie erstes Zahnloch oder so. Dass wir auch uns in der Gesellschaft verpflichtet fühlen. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und da ist es wichtig, dass Sport, Kunst, aber auch Kultur unterstützt wird und vor allem bei der Jugend. Ich glaube, das ist eine gute Investition. Absolut, das ist unbedingt ein Applaus wert. Glückwunsch, erster Preis bei den Solisten bis 19 Jahre in der Familie. Wer ist da alles musikalisch? Eigentlich nur ich. Also ich bin der Einzige, der ein Instrument spielt bei uns. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Preisträgern. Da darf ich nämlich ganz herzlich Jazz Lightyear begrüßen. Was für ein schöner Name erstmal. Kommt rüber. Glückwunsch an euch. Euer Applaus. Peter, wusstest du gleich, als ihr dann euer Video im Kasten hattet, Mensch, wir waren so gut, das wird sicherlich auch auf den Preis hinauslaufen? Also wir haben gehofft, dass es auf den Preis hinauslaufen würde und es hat jetzt am Ende funktioniert. Sehr gut. Darf Carlotta Armbruster und Jonas Heck auf die Bühne bitten. Wir haben beide von dem Wettbewerb hier gehört, also Jugend Jazz, und dann hatten wir beide ziemlich Bock, da mitzuspielen. Carlotta Armbruster und Jonas Heck. Bei der 18. Bundesbegegnung vertreten Sie Baden-Württemberg und das sind eure Urkunde und Scheck.